Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy Remake, das Yuffie DLC Intermission. Umgekehrt sage ich das normalerweise. Ja, den wahrscheinlich letzten Part, ne? Weil mir geht so langsam das Zeug aus, was ich hier machen soll, ne? Ich habe ein bisschen offscreen gegrindet und habe nochmal das DLC gespielt, aber auf schwierig. Und ich bin jetzt hier auf Level 50 mit beiden Charakteren. Habe so ungefähr 9000 TP, was glaube ich ungefähr doppelt so viel war, wie als ich das letzte Mal hier gespielt habe. So, hier gibt es einmal Spielfortschritt. Da wird einem allen angezeigt, alles angezeigt, was man hier so machen kann. Ne? Waffenfertigkeiten gemeistert, Manuskripte, das sind sozusagen diese Dinger, die einen hier Bonus-Waffenpunkte geben. Ne? Gab es auch im Hauptspiel. Fort Condor Spielbretter, Flyer von bla 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 bla, ne? Habe ich alles schon gemacht, ne? Siege bei Fort Condor auf Schwierigkeitsgrad schwierig, ja, musste ich auch noch machen. War ehrlich gesagt nicht so schwierig. Ich habe, weil ich bin nur ein oder zweimal irgendwie habe ich verloren oder so, aber relativ schwierig war jetzt eigentlich nicht, ne? Ich spiele ja gerade auf schwierig, ne? Das hat jetzt glaube ich nicht einen Einfluss hier auf den Kampfsimulator. Und ja. Ich habe alle Waffen maximiert, was man hier durch diese Waffenmanuskripte, die man bekommt hier, ja, freischaltet, ne? Also auf Level 50 hatte ich noch nicht alle genug Waffenpunkte, um alles hier zu holen, aber dann, nachdem ich irgendwie einige Bosse auf schwierig besiegt habe oder so, habe ich irgendwie so Manuskripte bekommen und die haben mir zusätzliche Waffenpunkte gegeben und mit denen konnte ich dann alles da holen, habe ich alles gemacht. Ich habe, jetzt wird es ein bisschen irre, ich habe jede Materie, die ich habe, maximiert, bis auf, glaube ich, eine, ich glaube TP Boost, aber das ist ehrlich gesagt nicht so wichtig, weil Sonon hat schon Maximum TP 9999 und ja, Yuffie kann ich nicht weiter erhöhen, weil ich kann, selbst wenn ich ein drittes TP Boost Ding hier reinpacke, bekommt sie nicht mehr TP, da steht da oben, ne? Kombinierbar maximal TP plus 100%. Diese beiden sind maximal 50, das heißt, mehr kann ich nicht kriegen. Ich kann also nicht auf 9999 hochgehen, ne? Aber fast, ne? Also das reicht ja schon. Ja, ich habe alle Gegner analysiert, ich habe eigentlich alles, was man hier machen kann im DLC, bis auf diese letzte Level im Kampfsimulator, ne? Die wir jetzt hier gleich machen, ne? Ja, man kann ja auf Kapitelauswahl einfach gehen und da wären, da hätte er irgendwie so gestanden, so neben schwierig hätte da gestanden, so hey, so viele Manuskripte fehlen noch, da unten sieht man das sogar, FK Spielbrett, also Fort Condor Einheiten, also die musste ich mir noch kaufen, Manuskripte. Ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben mit dem Training, ne? Aber ich habe irgendwie nachgeguckt, was für ein Level man sein müsste für dieses optionales Level Boss, was auch immer jetzt hier kommt, ne? Habe aber nichts gefunden. Alles, was ich immer nur gefunden habe, ist, wie man irgendwie schnell levelt und so. Und was ich irgendwie voll dämlich fand, weil Leveln war jetzt irgendwie nicht das Problem. Also ich bin noch mal ganze DLC durchgerannt hier mit auf den Schwierigkeitsgrad schwierig. Da, als ich das gemacht habe, war ich so ungefähr Level 48. Da bin ich hier im Kampfsimulator gegangen, habe hier irgendwie weit nicht. Ein, zwei Level, die ersten beiden Level immer wieder gemacht, also eigentlich nur das erste. Und ja, dann war Level eigentlich schon viel schon erledigt. Also ist jetzt, das ist die einzige Möglichkeit hier irgendwie zu leveln, ohne irgendwie, weiß nicht, die Gegner respawnen ja nicht irgendwie außerhalb von den Kämpfen oder nur sehr selten. Und das ist die einzige Möglichkeit hier Gegner mehr oder weniger zu spawnen. Also ich weiß nicht, warum es so viele Guides gibt da draußen. Das ist eigentlich ziemlich einfach hier zu leveln. Aber okay. So, ich gehe mal kurz hier rein und zeige euch mal, wie so mein Leveling ausgesehen hat. Ich habe das so für so zwei Tage oder so auf Stadt gemacht. So, da waren aber nur so zwei oder zweieinhalb Stunden, ich unbedingt hier gesessen habe. Ich habe oft den Ninja Armreif ausgerüstet, um mehr FP zu bekommen, ne? Und alles, was ich gemacht habe, ist, ich bin ja auf einfach gegangen, ne? Weil Erfahrungspunkte bleiben ja gleich, nehme ich an, ne? Dann bin ich hier reingegangen und habe den hier gemacht. Hier rein. Da ich auch jetzt. Normalerweise habe ich erst Angriff neu hier drinne. Da habe ich hier Wirbelsturm gemacht. Und ja, dann war die weg. Normalerweise hatte ich noch erst Angriff hier drinne, damit ich hier direkt ein ATB habe, ne?
Aber ja. Geht relativ schnell jetzt hier. Ich habe übrigens gemerkt, dass wenn man den Schuriken wirft und dann Wirbelwind einsetzt, dass der Angriff irgendwie stärker wird. So habe ich das auch mit dem Kistenkrieg ja geschafft. Hier habe ich übrigens auch jetzt hier alles maximal geschafft. Ah. Ja, ja. Normalerweise gehen meine Grinding Session hier relativ schneller mit Erstangriff. Aber das ist ehrlich gesagt auch schon ganz schön schnell, ne? Ich glaube mein Highscore war irgendwie so 12 Sekunden oder so, was schon ein bisschen krass ist. Ja. Also normalerweise ist das hier noch schneller, was ich hier mache. Und ja, das habe ich ein paar Mal gemacht so. Und ja, das war relativ einfach. Dann habe ich so ungefähr für 2 Stunden gemacht. Und ja, dann hatte ich alle Charaktere auf Level 50 relativ schnell. Und alle Materials habe ich hochgelevelt. Ne? Und ja. Was auch immer jetzt kommt, ich hoffe, es wird genug sein. Ich hoffe, ich bin nicht zu stark. Ne? Hier ist mein Setup. Ne? Ich habe mal hier, weil ich ja keinen FP-Boost mehr brauche, habe ich ja hier. Ja, mal was anderes gegeben. Ich habe ja mal dem Phoenix Armreif gegeben, weil der mich angeblich hier wiederbelebt einmal pro Kampf, ne? Und die Schleife, um Zustandsveränderungen zu verhindern. Ich habe den Schuriken gegeben, weil ich finde, der ist irgendwie besser. Der gibt ein bisschen Abwehr, der gibt mehr MP und all sowas, ne? Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ich habe 2-mal TP Boost, damit sie hier auf 9000 TP hochgeht. Ich habe MP Boost gegeben, damit sie viel zaubern kann. Heilen und wiederbeleben, weil auf schwierig kann man irgendwie keine Items einsetzen, habe ich herausgefunden. Ich habe nämlich auf schwierig gespielt, der DLC, und ich konnte keine Items einsetzen. Überhaupt. Also nicht mal im Kampf, nicht mal außerhalb des Kampfes. Ich konnte gar keine Items einsetzen, also Phoenix fehlen oder so. Das heißt, ich brauche wiederbeleben, falls Sodan mir verreckt, ne? Und wenn ich verrecke, dann tut er sich ja selber umnieten, aber wenn er umgenietet wird, dann muss ihn auch jemand wiederbeleben, und ja, deswegen kommt hier wiederbeleben, ne? So, Analyse für, keine Ahnung, was ich ja gleich kämpfe, Gebet für Gradzeilung, Effizienz blocken für weniger Schaden und Magie Boost, damit ich hier mit meinen Ninjutsu angriffen, also wenn ich meinen Schuriken werfe und dann die ganze Zeit Fernangriffe einsetze, mehr Schaden mache und so, ne? So, Sonon, er hat 2-mal TP Boost, einer ist nicht maximiert, aber ist nicht wichtig, weil er hat schon 10.000 TP, Autovita, MP Boost, damit er auch heilen kann. Ich habe ihm eine Menge Support Sachen gegeben, so Barriere und Zeit, damit er uns sozusagen hier hochballert, ne, mit Hast und Barriere und so, ne. Einmal habe ich natürlich noch Heilen gegeben und Gebet für Gradzeilung. So, ich habe jetzt keine Sache, die hier beide Charaktere heilt, aber das wird schon klappen irgendwie, ne. Er wird nicht so schnell kaputt gehen, nehme ich an. Nur seine Abwehr. Ja. Warum hat er genauso viel Abwehr wie ich? Was? Wie ist denn das passiert? Egal. So, ja, er hat hier diesen Chip immer noch hier. Je mehr TP hat, desto mehr Schaden macht er. Und ja, ich habe keine Ahnung, was hier auf mich wartet. Ich wollte in meinem Hauptspiel noch ein bisschen grinden, weil da ist ja auch ein Boss irgendwie freigeschaltet worden, ne? Aber als ich das Spiel dann geladen habe, kam direkt eine Cutscene, und ich habe das direkt beendet. Ich weiß nicht, ob die jetzt gleich nochmal abgespielt wird oder nicht. Ich hoffe schon. Aber ja, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen habe ich da nichts mal gemacht. Ne? Ich hätte das vielleicht noch vorher aufnehmen können, aber was soll's. So, genug Gerät. Gehen wir mal hier rein. Das wird der letzte Part hier von diesem DLC. Und hoffen wir mal, dass wir ja, was auch immer jetzt hier kommt, schaffen. Ne? So. Yuffie und Sonon, fürs ist das ultimative Geheimnis. Stell dich mit Yuffie und Sonon eine Reihe von Trainingskämpfen gegen Espa und der verstärkten Version einer ultimativen Waffe, nur im Modus schwierig verfügbar. Also ja, ich hoffe, Götter der Erbauung. Ich hoffe, wir kriegen, was auch immer da ist, hier platt. Das DLC auf schwierig durchzuspielen war jetzt nicht so unglaublich schwierig. Nero war eigentlich ein bisschen schwierig. Diese blöden Wölfe, die mich hier am Anfang des DLCs, hier diese beiden Wölfe, die mich am Anfang des DLCs
kaputt gehauen haben, ne? Die waren auf schwierig richtig nervig. Ich weiß nicht, was das irgendwie soll, irgendwie, warum das irgendwie so ein gigantischer Sprung der Schwierigkeit gerade ist. Aber alles davor war irgendwie gar kein Problem. Da kann die beiden Wölfe haben mich gewonshottet beinahe. Also ja, ich weiß nicht, was das hier mit diesen Schwierigkeitssprung soll. Aber die waren auch auf schwierig voll hammermäßig schwierig. So, egal, was auch immer jetzt kommt, ich mach's platt. So, oh Gott, was bist du? Ist das Bahamut? Das ist Bahamut, oder? Ja. So, bitte machen wir nicht so viel Schaden. Okay, das war jetzt nicht so viel. So. Wir tun nicht mal analysieren. Ne? Ja, Bahamut. So, du bist gegen alles. Eine legendäre S-Bahn, nachgebildet in einem virtuellen Raum. Es handelt sich um die Manifestation des Königs der Drachen, der von alten Volk, der ältesten Zivilisation des Planeten, verehrt wurde. Gibt es verschiedene Formen von Bahamut? Ja, Bahamut Type 0, Bahamut 0, ne? Ne, Bahamut 0, nicht. Neo Bahamut. Oh Gott, so nah an. Warum bist du so gut wie tot? Oh Mann, ich würde gerne mal Barriere auf beide. Das ist auch beide, ne? Ja. So. Dann pack ich mal Regener auf dich, weil du mir ja irgendwie gerade im Frecken bist aus dem Grund. Daneben. So. Okay. Ich weiß nicht, was du da machst. Noch ein Counter und sehe ich gerade. Nein. Ah. Hat der Mega Flair. Da war ja der Impuls. Der einzige Grund, warum Nero eigentlich so schwierig war, war halt, weil er halt die ganze Zeit HP abgezogen hat hier bei meinen Charakteren. Er hat irgendwie so dauerhaft Gift irgendwie eingesetzt bei meinem Charakter. Ja, auf das Bad wird Schatten-Eclipse. Oh Mann. 4. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Muss ich ihn erledigen, bevor er das macht? Ich glaube, so diesen Angriff kann ich nicht irgendwie abbrechen. Oh, ich werde den Kampf nicht schaffen, oder? Irgendwas sagt mir, ich werde das nicht schaffen. Oh mein Gott. So, dann. Geht's sehr gut. Ich meine so gut wie gar keinen Schaden, ey. Nein, nein, nicht du. Ja. Du hast mein Gebet abgebrochen. Oh Gott, was ist das? Da kommt mir bekannt vor irgendwie. Ja, ich glaube, da wird nichts. Ich hatte ehrlich gesagt Schiss, dass ich irgendwie zu stark sein werde, ne? Aber ja, sieht man ja, wie das wieder abläuft, ne? Wow, er ist sogar drauf gegangen jetzt. Oh mein Gott, Erzengel, einmal bitte. Mein Gott, mir gefällt das nicht. Wie soll ich den erledigen? Hey, warte mal, wir haben doch jetzt, wir haben doch diese Doppellimit. Haben wir nicht diese Sache, wo wir beide irgendwie einsetzen können? Limit Synergy. Zwei war ja. Sobald er sein Dings hier einsetzt, bin ich tot, ne?
Ich glaube nicht, dass Ramo hier zu beschwören irgendwie was bringt. Die macht einfach zu viel Schaden. Oh mein Gott, du hast den versteinert. Das gibt's jetzt nicht. Oh mein Gott. Ich soll gegen mehrere erstmal kämpfen? Wow, das hat mir auch voll gemacht. Ja, ich glaube, da wird nichts hier. Na, ich glaube nicht, dass das was wird. Cool. Wie soll ich das bitte schön schaffen? Das ist ja unmöglich. Ja, kommen ja noch ein paar Kämpfe. Ich habe gleich keine MP mehr. Was soll ich dagegen machen? Vielleicht setzt er auch noch sein, was auch immer das ist, ein. So, dann du musst mal Barriere oder irgendwie sowas einsetzen, ne? So. Wow. Ich nehme an, das tut beides hier, ne? Was ist das? What? Was, gegen den muss ich auch kämpfen? Ja, auf den Arm nehmen? Ja, und ich kann ja wieder nicht ausweichen, also. Jetzt muss ich auch noch gegen Ifrit kämpfen? Willst du mich auf den Arm nehmen? Wie soll ich denn das schaffen? Hallo? Boah, ich kann... Ah. Mega Flair, ja klar, ist klar. Ja, ich bin tot, also. Oh, bin ich nicht? Okay, gut. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, da wird nichts. Ich habe noch nicht mal Zeit, hier irgendwie Dings zu beschwören, ey. Und ich kann keinen Angriff mehr ausweichen. Und der Typ verfolgt mich auch die ganze Zeit, Mann. Ramo, hilf mir. Ja. Ich bin auch schon so stark wie möglich, ey. Oh mein Gott. Du hast schon wieder mein Gebet abgebrochen, ey. Willst du mich auf den... Aha. Ich will eigentlich Ramos Fähigkeit hier einsetzen. Oh, ich bin sowas von tot schon wieder, ey. Ich werde, geh weg von mir. Geh weg. Ey, was soll ich denn hier machen? Ist doch voll gemein hier. Oh, ich bin euch mal annähernd wieder belebt. Wie soll ich denn das schaffen? Das ist unmöglich. Das war nicht viel. Na, ist gut. Ich bin ja schon wieder tot. Ey Leute, was soll ich denn hier machen? Ifrit, geh mir nicht auf die Nüsse. Du auf ihn. Jetzt schon wieder zwei einsetzen. Alter. Vielleicht schon wieder tot. Barmut ist fast tot. Aber ich auch. Mal, geh doch mal weg. Ich weiß. Wie soll ich den Angriff denn ausweichen? Ich verstehe halt nicht.
Boah. Ja, ich kann nicht die ganze Zeit Erz eingreifen. Geh weg von mir. Ah, ich bin tot. Mein Gott, ey. Du tust schon wieder mein Gebiet ab. Ich komme ja kaum zum Angreifen, ey. Nein, hör auf! Hey, was ist das? Weißt du überhaupt mit meinen Dingen hier? Ich dachte, er belebt mich auch immer wieder. Oh, die Tatsache, dass ich hier gegen beide kämpfen muss, ne? Geh doch mal kaputt, ey. Ich kann den Angriff nicht ausweichen. Ich kann den nicht abblocken, ich kann gar nichts dagegen machen. Ja, voller unfairer Kampf hier. Boah. Wie soll ich das bitte schön schaffen? Hallo? Das war der unfairste Kampf aller Zeiten. Und da kommen noch zwei Kämpfe danach? Will ich auf den Arm nehmen? Na, lass mal hier. Ich komme sowieso nicht dazu hier. Na, aber dann verliere ich wieder so viel. Wie soll man denn das schaffen? Hallo? Das ist unmöglich. So, ich muss den erledigen, bevor hier Ifrit spawnt. Ich glaube, da wird nichts. Ich glaube, da wird ganz ehrlich nichts. Ich sehe nicht, wie ich das irgendwie schaffen werde. Ja. Ich muss jetzt hier nur angreifen wie ein Blöder. So schnell wie möglich erledigen, geht nicht anders. So, einfach alles auf ihn rauf. Was er jetzt spawnt, irgendwie wer das spawnt, irgendwie durch Wald nicht. Ich muss seine Gebet hier aufbewahren. Wie soll man den Angriff ausweichen? Ich kann ihn nicht ausweichen. Ich mache gehen auf mich lieber. Ja, einige dieser Angriffe kannst du gar nicht ausweichen. Ich fühle mich so ein ganz kleines bisschen hier verarscht gerade. Oh. Ich nehme an, weiß hier, welcher der Boss für links ist, wird noch stärker sein, ne? Marginale. Schockanfällig. Ich bin tot. Letzter Stroh einmal so eine Fähigkeit von ihrem Schuriken, glaube ich. Soll ich mir irgendwie Angriff aufsparen, wenn der sich auflädt? Du kannst diesen Angriff aber euch nicht ausweichen, ne? Sondern mach irgendwas. Komm, brich ihn ab oder so. Naja, diesmal hat es nicht gemacht.
Na, Amo, mach irgendwas. Das hat nichts gemacht. Mach irgendwas. Jawohl. Na, oh, nee, der ist den jetzt schon mal beschwören. Ich weiß gar nicht, auf wie ich mich jetzt hier konzentrieren soll. Da ist so, ne? Ja, wir gehen auf ihn dann los, ne? Nein, geh weg. Vitra reicht ja schon eigentlich. Ich hab's gesehen, Meteorsturz. Aua, 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 lass mich hier raus. Ja. Geh auf ihn drauf. Jetzt kommt der fette Typ schon wieder, ey. Ah. Oh mein Gott. Warum kann man eigentlich rollen, wenn man, wenn es sowieso nichts bringt? Rollen bringt gar nichts in diesem Spiel. Ich kann gar keinen Angriff ausweichen damit. Oh. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Ja. Nee, diesen Kampf schaffe ich nicht. Nee, das ist mir zu krass. Ich weiß nicht, was die sich hier gedacht haben, irgendwie, wie man sich das hier vorstellen soll. Das ist auch unmöglich. Nee, ich habe, und da ist jetzt der erste Kampf, danach kommen noch zwei andere. Wie? Nee, ich glaube, das ist echt unmöglich. Das Problem ist, ich will auch mal irgendwann hier fertig werden, ne? Weil das, der zweite Teil ist jetzt gerade frisch rausgekommen, ne? Und ich will jetzt hier nicht hier 5 Tage lang in diesem Kampf hier festsitzen. Wow, schon wieder Gebet abgebaut, das gibt's nicht. Das könnt ihr nicht machen. Oh, der ist, sein Name ist Rot, was bedeutet das? Na, egal wo ich stehe, ich werde getroffen. Ich habe gedacht, ich wäre überlevelt, ne? Ja. Was war ein nah ich doch war. Nee, aber ich glaube nicht, dass das möglich ist für mich. Jetzt ganz ehrlich, ich habe nicht mal annähernd einen Plan, wie ich das schaffen soll. Ich habe alles hier hochgelevelt, wie weit wie möglich, ne? Ich kann die Angriffe nicht ausweichen, obwohl ich Dings hier einsetze.
Nein. Na, bringt wieder auch nichts, ne? Ist klar. Ich glaube, ich muss mir echt geschlagen geben, ey. Ich weiß nämlich nicht, wie ich noch stärker werden kann. Und auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad wird man, kann man das ja auch nicht an tackeln. Also ja, für mich ist das hier nicht machbar. Also, ich kann den Angriff sowieso nicht ausweichen, also. Immer werde ich halt bombardiert, zu sehr. Ja, manchmal schaffe ich den abzubrechen, manchmal nicht. So, mach du mal Wirbellaser. Ah, der ist schon wieder. Was zum? Guck mal, wie der ihn einfach vollkommen zerstört, ey. Oh, ich was dagegen machen kann. Ich kann doch nicht mal was dagegen machen. Der macht eine Combo gegen den und der ist weg. Der ist schon wieder tot. Leute. Jetzt kommt er gleich wieder, ruft Ifrit. Boah. So, machen Limit dagegen. Ich bin jedenfalls schon mal mehr AP abgezogen als sonst. Na, jetzt ruft er ihn, ne? Aha. Mach mal Wall auf uns beide. Ich glaube, das werden wir brauchen. So, perfektes Timing. Tatsache, dass der nach noch ein Kampf kommt, ne? Ach komm schon, ich dachte, das wird vielleicht verfangen. Ja. Na, es kommt auch noch Dings, ne? Ja, das ist gut. So, wer hier, man greift mich jetzt an. Beide Vita. So, ich gehe auf Bahamut, weil er schon geschwächt ist. Vielleicht hätten wir halt aufbewahren sollen, während er irgendwie sich ja auflädt wieder. Geh weg! So, halt es selber. Na doch nicht mit Vita, halte ich doch komplett hoch, du. Man muss Ifrit hier die ganze Zeit stehen und mir auch noch auf die Nerven gehen. Ja, wie soll man den Angriff des Ziel suchen? Ich kann ihn nicht ausweichen, ich kann ihn nicht blocken, gar nichts. Ja, damit habe ich das geschafft. Ja, versucht er erstmal ja
zu machen, ja. Das ist so eine Paradeangriff hier. So. Okay, wird ein bisschen einfacher. Ja, wir sind ja nicht in Final Fantasy 16, ne? Du bist ja nicht die stärkste S-Bar von allen. Wir sind ja schwächsten sogar in Final Fantasy 7. Probleme sind die MP, habe ich so gefühlt. Fuck, jetzt dumm auf. Das war halt nicht nur auf mich die ganze Zeit. Da ist noch einer hier, der sich am Kampf beteiligt. Ach, den muss ich auch noch analysieren, ne? Schaden. Schwach gegen Eis, ja. Ja, ne. Mach ich ja eigentlich. Ja, provozieren hat irgendwie gar nichts gemacht, ne? So, er ist weg. Okay. Das war der erste Kampf. Was kommt denn jetzt noch? Ramu? Aber ich habe dich auf meiner Seite. Okay, er nimmt aber eine Menge Schaden. Was zum? Einmal muss ich dich analysieren. Bist du gegen irgendwas schwach? Wind, okay. Gut zu wissen. Na, wieso werde ich betäubt? Ich habe doch Schleife. Luft-Ninjutsu. Mein Gott, ey, geh doch mal auf den anderen Kollegen. So, Schwäche, Schwäche, Schwäche. Nein, wirft doch. Aber was kommt hier noch? Da kommt doch noch irgendwas, ne? Teleportiere ich doch nicht immer direkt zu mir. Ah ja, wer ich frag jetzt hier, komm. Wie soll ich das machen? So, an. Nein. Oh, oh weh. Oh mein Gott. Wo wirfst du das Ding hin, Mädchen? Mein Gott, geht doch nicht immer nur auf mich. Da ist noch einer. Der hat sogar provozieren und also was, ey. Oh, nee, nicht schon wieder. Ehrlich. Boah, ich habe das Ding anvisiert. Warte, komm her, du Stück. Ah! Mach den Typen fertig. Nein, 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 nein.
Mach den kaputt. Oh mein Gott. Oh, jetzt noch einer. Oh. Er war trotzdem einfach als Bahamut. So, dude. Dich kenne ich aus Dings, aus dem Hauptspiel. Das Viech musste man auch im Hauptspiel besiegen, ja. Den fand ich, glaube ich, nicht so schwierig. Also ja, ich warte lieber, bis ich feuchte Mund aufmache. Okay, okay, ist gut, ist gut. So, Elektro habe ich gesehen. Okay, ist gut. Okay, ist gut. Okay, okay. Muss Raketenwerfer. Au, au. Was zum Sonnen? Wo bist du? Was? Fangen wir da von null an, ne? Nee, habe ich keine Lust. Nee, habe ich keine Lust. Nee. Boah, das ist mir viel zu nervig. Nee, sorry, aber nee, darauf habe ich keine Lust. Nehmt einfach daran an, dass ich das Viech irgendwann mal besiegt habe. Also, nee. Ich weiß nicht, warum der mich nicht wiederbelebt hat am Ende, aber meines Erachtens habe ich das Viech erledigt. So, jetzt will ich mal gucken, was hier ja noch ist. Ah, ich habe halt einfach keine Lust. Hört ihr das? Das ist die Hölle von der Fortsetzung Final Fantasy 7 Rebirth. Ich halte sie schon in meinen Händen. Ich habe geplant, die auch irgendwann hochzuladen. Ich habe jetzt keine Lust, jetzt hier noch 5 Tage lang an diesem blöden Bosskampf hier zu sitzen. Ich will das hier auch anfangen. Deswegen, ja, keine Lust. So, ich warte, ich muss hier raus hier. Das Lied ist voll kopiergestützt, da hatte ich schon letztens Probleme. So, ich gehe mal hier rein, ne, ins Hauptspiel. Und ich hoffe, die Cutscene. Ja. System bereit. Diese Cutscene wurde abgespielt. Wie ist dein Befinden? Weiß. Denken und Verhalten. Alles entspricht deiner Urform. Fast. Wenn wir das Update, das ich durchgeführt habe, einrechnen, übertrifft deine Kampfkraft in dieser Form die deiner Urform. Stärker als ich selbst. Ich muss sagen, du amüsierst mich. Nun sag schon, wen soll ich für dich töten? Die Vorrichtung ist nur zum Training gedacht. Halt dich zurück. Wie langweilig. Gut, dann bring mir mein erstes Opfer. Hahaha, okay. So, diese Cutscene wurde abgespielt, als ich halt gespielt habe. Und ja, guck mal, wer hier alles ist. Wir sind diese Vögel. Oh, schön. So, ich bin natürlich hier Level alles komplett, ne? Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht genau. War ich hier relativ gut am Start? Feintechniken, TP Boost. Ich nehme an, ich war stark genug oder nicht, ne? Mal schauen. Okay. Ich sage voraus, vor allem, da ich das Hauptspiel schon lange nicht mehr gespielt habe, dass ich hier voll aufs Maul kriege, aber ich will mir den Bosswesens anschauen. Der Kampfsimulator wurde um einen neuen Gegner erweitert. Leider kann ich keine Einzelheiten preisgeben. Aber es geht um eines von Shinras bestgehüteten Geheimnissen. Ich selbst hatte meine Vorbehalte gegen den Einsatz dieser Daten. Ich weiß immer noch nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Aber die Verwendung dieser Daten könnte mir dabei helfen, neue Hypothesen aufzustellen. Und wer könnte mich dabei besser unterstützen als du, Cloud?
Natürlich nur, wenn du interessiert bist. Klar, ich habe voll Interesse daran, das Maul zu bekommen. Lass mich wesen sehen, was Twice hier so drauf hat, ne? So. Weiß der Unbefleckte. Die Effekte des Gegenstands Götterdämmerung werden unterdrückt. Habe ich doch gar nicht. Okay, ja, ich nehme an, wir kriegen ja voll aufs Maul, ne? Aber wir können ja noch mal reingehen, ne? Wenn der Gegner versucht, einen Angriff auszuführen, der nicht geblockt werden kann, erscheint neben den Namen Fertigkeit. Cool, danke. Cool. Stimmt, er hat zwei Gunblades, ne? Na gut, dann zeig mal. Zwar wenigstens sehen, was er drauf hat, ne? So, ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, was hier los ist, ne? Tue ich gerade zwei Schaden gegen einen errichten. Glaub nicht, dass das hier was wird. Ach ja, er hat ja diesen Angriffsmodus. Ja. Ich glaube, ich mache hier nur 6 Schaden oder so, ne? Cool. Gott, ich weiß gar nicht, was diese angefallen sind. 95 Schaden. Dann wird's mal hier mit Atomisator. Boom. Ja, also ich habe keine Chance gegen den Typen. Boah. Und natürlich geht er wieder nur auf mich los, ne? Ja, ich bin weg. Cool. Okay, man. Also, ich weiß nicht, was die ja geraucht haben, als sie diese Bosse erschafft haben, ne? Aber das ist doch schon ein bisschen krass hier, ne? Boah. Ey, was zum... Also ja, ich habe gekontert und er hat trotzdem die Hälfte meiner AP abgezogen. Mann, lass mich doch zaubern, ey. Ja, guckt euch an, wie viel AP ich den noch abgezogen habe. Guckt es euch an. Entschuldige, was? Ich bin auf Level 50. Kann man noch weiter leveln als 50? Nee. Fein, das kann halt irgendjemand hier analysieren. Können wir mal Analyse. Wenn ich wenigstens sehen kann hier so, wie viel AP hat oder. So. Ich meine, es kann natürlich hier alles sein, hat hier keine Chance, aber ich halt schon lange nicht mehr gespielt, aber meine Güte. Ja, aber bitte mal springen. Ich weiß, du bist super stark. Aber nee, darauf habe ich jetzt keine Lust, Mann.
weiß. Ein skrupelloser und brutal Deepground-Soldat, der im virtuellen Raum nachgewählt wurde. Er ist als weiß der Unbefleckt bekannt, reagiert unangefochten an der Spitze von Deepground. Ja, und ich ziehe den wie viel nur ab. Magie, keine Ahnung, Eiskar hier. So, Konterstellung, macht das mal. Super. Was soll ich hier machen? Ich fess sie dann ab. Nichts, ne? 300 Schaden, er hat 90.000 Schaden. Mein Gott, hörst du mal auf? Nur auf mich loszugehen. Sind zwei wunderschöne Ladies an meiner Seite. Könntest du vielleicht immer auf die losgehen? Meine Güte, ey. Mach mal das hier, weil er geht sowieso nur auf mich. So, wen hast du? Leviathan. Oder? Ja, dann drehen die zweite Reihe von Magie und Fertigkeit einen Zugang für Zug. Ich weiß halt nicht mehr, wie die Charaktere alle funktionieren. Ah. So, Konterstellung. So, nichts gemacht. Cool. Echt Cloud, ich glaube, da wird nichts. Nee. Ich schaffe es ja gerade mal zu überleben, aber ich mache den nichts an Schaden. Ich weiß, ich verstehe noch nicht mal, wie dieser Kampf hier funktioniert. Wirkung, der bricht meine Angriffe ab. Ich kann nichts machen. Ich kann nur abwehren. Mich die ganze Zeit dann wieder hochreihen, aber bringt doch nichts. Mein Gott, reg dich doch mal ein bisschen ab. Warum kann ich dir nicht rufen? Ich habe doch zwei. Ja, Barmut. Mach irgendwas. Boah. Und ich meine mich hier, als ich gegen dieses... gegen was ich hier gerade mit Yuffie und so gekämpft habe, diese Maschine, ne? Die war irgendwie voll einfach, wenn ich mich so zurück erinnern kann. Jedenfalls hier, mit diesen Charakteren. Aber hier habe ich ja gar keine Chance. Ich schaffe es gerade mal hier so zu überleben, ey, überhaupt. Ja, mach mal Schatten-Inferno, Schatten-Eclipse. Ich mache ihm zwei Schaden, ey. Leute. Ich mache zwei Schaden.
mit Cloud auf Level 50. Kommt schon mega Flair raus, ey. Oh, Cloud ist wieder am Leben. Der hat 500 Schaden gemacht. 500. Der Typ hat 90.000 Schaden, Leute. Hallo, kannst du bitte Moduswechsel? Was? Oh, da ist die Knarre, die der eine Typ hatte. Ja, ich habe zum zweiten Modus geschafft. Er hat keine Chance mehr. Weiße Aura. Wow. Ja, was soll ich denn machen, wenn mir wirkungslos ist, Kollegen? Das ist einfach. Ich weiß nicht, was das Spiel hier so hat mit den riesigen Sprüngen an Schwierigkeitsgraden, aber das geht so nicht, Mann. Wow. Also, nee. Ich seh mich nicht mal annähernd, wie ich das schaffe irgendwie. Eine blöde, bringt gar nichts, ey. Na, reg mich auf. Okay, ich habe überlebt wegen letzter Strom. Ja, hier gehen die MP aus, cool. Tot, ne? Ja, also ich bin davon überzeugt, dass man diesen Kampf nicht gewinnen kann, ne? Also alle Videos, die man online sieht, wo der Typ besiegt wird von irgendjemandem, das sind ja komplett bearbeitet, ne? Sind alle fake, ne? Wisst ihr Bescheid? Ich weiß nicht, was die geraucht haben, als die sich diese hier, das hier habe ich geschafft, ne? Das hier habe ich geschafft. Also ja, wissen wir, ne? Das sind die zwei Überbosse, ne? Ich habe keine Lust, die zu bekämpfen. Ich habe keine Lust. Ich ganz ehrlich will. Ich bin so weit draußen aus diesem Spiel. Ich habe jetzt keine Lust, mich hier noch 10 Tage lang hier rumzusitzen, irgendwie herauszufinden, wie das Spiel nochmal funktioniert, wie man am besten gegen den kämpfen kann und alles und so. Ich habe keine Lust. Ich habe hier den. Ich habe hier den Nachfolger liegen, ich will den spielen. Die sind sowieso nicht Canon oder so, ne? Die kommen aus einem cringe PS2-Spiel, das niemand interessiert. Also. Und ja, ich bin ein bisschen salty gerade. Und ja, ich kann den Vegas schon wieder riechen, so, oh, du musst den erledigen, nur um mir auf Nerven zu gehen, ja. Boah. Kannst du ja kreuzweise irgendwo hinschubsen. Vegas, wenn du sowas dahin schreibst, ganz ehrlich. So gut, haben wir gesehen, was die alle drauf haben, ne? Ja, bin ich kein wahrer Gamer, weil ich die nicht besiegt habe. Ja, mir doch egal. Final Fantasy 6 ist sowieso besser. Gut, haben wir das. Ich werde dieses Spiel hier nach sofort deinstallieren und direkt den Nachfolger installieren und Spaß mit dem Spiel haben. Wisst ihr Bescheid, ne? Gut. Ich weiß, die beiden geben noch eine Trophäe, aber ich habe schon die Platin-Trophäe von dem Spiel, von daher interessiert mich dann null. Und für das DLC gibt es keine Platin-Trophäe, da gibt es nur so zwei, ich glaube, Gold-Trophäen oder so. Und dann ist mir vollkommen Schnuppe. Also ja, gut. Das DLC haben wir abgeschlossen. Wir springen irgendwann, weiß ich nicht, so irgendwann nächste Woche, so 4., 5. März oder so, werde ich bis dahin schon irgendwie ein bisschen was aufgenommen haben, werde ich wahrscheinlich den Nachfolger starten, Final Fantasy 7 Rebirth.
Ich weiß nicht, was aus Star Wars, Lego Star Wars wird. Und dann hätte ich irgendwie 3 Projekte hier am Hochladen und das ist ein bisschen viel. Ich habe mich jetzt hier auf 3 Projekte pro Tag hier geeinigt, weil halt weil ich halt gedacht habe, das DLC dauert nicht so lange, was auch der Fall war, aber ich habe mich da mit dem Release von dem Nachfolger ein bisschen verschätzt und ja, ich will halt natürlich auch so schnell wie möglich spielen. Also ja, es wird mit Zeit sagen wahrscheinlich 3 Parts geben, ne? Versuche mit Star Wars so schnell wie möglich hier mal durchzukommen, ne? Einfach nur damit wir hier ja ein bisschen, weil nicht weniger haben, ne? Mal schauen. Gucken wir mal. Im schlimmsten Fall lade ich einfach nichts von Diablo hoch, weil ich sowieso, weil wir machen sowieso immer das Gleiche, ne? Also lohnt sich das auch nicht mehr so sehr, ne? Mal schauen, wie ich das mache, ne? Gut. So, jedenfalls, das war's für das DLC. Wir sehen uns dann das nächste Mal mit Final Fantasy 7 Rebirth, den zweiten Teil von Final Fantasy 7. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht, ne? Und freue mich schon darauf, wie die Story weitergeht. Ich meine, ich weiß, wie die Story weitergeht, aber wie sie halt in Remake-Form weitergeht, ne? Gut. Dann sehen wir diese Charaktere wieder, ne? Wahrscheinlich auch Yuffie, ne? Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem gefallen, auch wenn wir hier nichts erreicht haben eigentlich. Und ja, ich sage dann ciao, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Projekt. Ciao.